Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde es sehr gut, dass wir heute diese Debatte führen, weil viel zu lange auch der Begriff der Freiheit im politischen Raum der Neoliberalen, der politischen Rechten überlassen wurde, die vor allen Dingen auf Freiheit für das Kapital, Freiheit für die Marktradikalität gesetzt hat. Und dass wir Grüne als progressive, als emanzipatorische, als linke Partei uns das heute zurückerobern wollen. Freiheit und Selbstbestimmung für Menschen, Freiheit auch für nachfolgende Generationen mit dem Schutz des Klimas, Freiheit für eine vielfältige Gesellschaft. Das ist gut und richtig, dass wir heute um die Freiheit wieder in Deutschland streiten. Und ich finde, wenn wir über Freiheit reden, dann muss man natürlich aber auch darüber reden, warum der Freiheitsbegriff pervertiert wurde in der Vergangenheit. Und die Frage ist auch, wie wir das im Kontext stellen zu anderen Werten. Das haben wir im Antrag auch gesagt. Es steht im Kontext, Freiheit geht nicht ohne Gerechtigkeit. Freiheit geht auch nicht ohne Umweltschutz für Menschen weltweit und für Menschen hier, damit auch nachfolgende Generationen ein lebenswertes Leben haben. Und dann ist auch die Frage, wer sind unsere Partner dabei? Das sind das Umweltverbände, dann sind das Menschen aus der Zivilgesellschaft, dann sind das auch kleine und mittlere Unternehmen, die Partner sind beim sozial-ökologischen Umbau auch unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Aber wir müssen auch erkennen, dass in großen Teilen der Wirtschaft wir auch Gegner haben, dass auch diese Menschen, dass diese Unternehmen nicht Teil des sozial-ökologischen Umbaus sind. Und ich finde, lieber Winfried, wenn du hier heute sagst, die meisten Unternehmer denken schon grün, in der Wirtschaft. Ich rede auch mit vielen Unternehmern in der Wirtschaft, mit vielen Großunternehmen. Ich halte ehrlich gesagt diese Aussage für heillos naiv. Fragen wir uns doch mal, ist E.ON denn schon grün? Denkt E.ON grün? Handelt E.ON grün? Wie ist das bei RWE? Wie ist das bei der Deutschen Bank? Wie ist das bei BMW? Wie ist das bei Porsche? Wie ist das bei Monsanto? Wie ist das bei Wiesenhoff? Diese Unternehmen denken nicht grün und diese Unternehmen handeln nicht grün. Und das ist ja auch klar, diese Unternehmen machen momentan Profit, indem sie eben Natur und Umwelt ausbeuten, indem sie auch Menschen ausbeuten, indem sie keine fairen Arbeitsverhältnisse zum Teil haben. Und das sind deren Profitinteressen. Das heißt, es geht um einen Konflikt auch und da muss Politik handeln, Politik muss dort Regeln setzen, Politik muss dort nicht nur reden. Wir reden mit diesen Unternehmen, ich rede auch mit den Unternehmen, darum geht es aber nicht. Wir müssen da klar machen, diese Unternehmen blockieren, bremsen, sind gegen den sozial-ökologischen Umbau. Das sind momentan keine Partner, sondern da haben wir einen massiven Interessenkonflikt. Da stehen wir Grüne für den sozial-ökologischen Umbau, auch wenn es Gegnerschaft in Teilen der Wirtschaft gibt. Und deswegen führt unsere Politik auch dazu, dass kleine und mittlere Unternehmen profitieren, dass auch Teile der Wirtschaft profitieren. Aber wir sind keine klassische Wirtschaftspartei, wir sind eine Partei, die sich für Frieden einsetzt, für Freiheit von Menschen weltweit, für soziale Gerechtigkeit und für die Rettung des Klimas. Und das soll auch so bleiben. Vielen Dank.